Servus und willkommen bei Subterran Bayern, dem ersten Video in der neuen Zeitgeschichte des Sondelns in Bayern. Genau, wir geben ab. Ja, wir sind hier auf einem Zelt in der Nähe einer Stadt. Wo genau, gibt es nichts zu sagen. Und ich habe den ersten Fund, aber ich glaube, den darf ich ohne weiteres behalten. Nichts Besonderes, aber immerhin selten. Ich denke, das war ein Feuerzeug. Oben sieht man noch so, da könnte der Docht rausgekommen sein, irgendwas in die Richtung. Ja, aber sehr dünn, maschinell gefertigt, nichts Besonderes. Ich denke ein Feuerzeug. Bing, bing, bing. Ja, jetzt sind wir soweit. Die Glocke kündigt es an. Was haben wir da? Das ist ein Haftel. Ja, also quasi da, wo man ein Gleit zumacht und da die Bänder durchführt. Ja, jetzt ist die Frage, ist Mittelalter nicht? Ich kann es nicht sagen. Mittelalter müsste ich es abgeben. Ist es nicht Mittelalter? Ist es Mittelalter? Kann keiner sagen. Das kann wahrscheinlich nicht einmal der Archäologe sagen. Nicht, dass einmal einer über Haftel eine Doktorarbeit schreibt und sagt, ja, der hat eins gehabt. Wo ist das hier? Ja. Das ist der Fährschicker. Das kriegen sie. Genau, das packt man. Ein Haftel fürs Landesamt. So, lala, da haben wir da was. Das hatte ich noch nie. Ist aber auch nicht sonderlich alt. Von 1968. Hinten auch noch mit Apple Command-Taste drauf. Keine Ahnung. Ich denke mal finnische 5 irgendwas. Was weiß ich. Also die hatten auch mal Mark. Penja. 5 Penner. Genau. Ja, selten aber wahr. 5 Penner ausfindend. Mit Apple Command-Taste. Leiftig. Das war eine Grauerei, Leute. Lass mich raten. Ein Reichtspenning. Genau, der Renten. Die Rentenversion. Genau. Einmal. Oh, gut. Das ist die Zündkapsel von einem Zimmerstutzen. Der Flohbert. Aber ich denke, das darf der Zimmerstutzen sein. Abgeschlagen ist er, wie man oben sieht. Ja, das hat früher jeder Bauer daheim gehabt. Ja, so selten sind die gar nicht, aber in letzter Zeit habe ich da keine gefunden. Einmal Zimmerstutzen. Den Alltime Favorite unter den Scheißdreckmünzen. Hier 1921. Hat er sich Regen, bringt Segen aus Aluminium. Ja, ja, schön, schön. Ja, du mich auch. Die werden momentan vom Landesamt verteilt. Das bringt nämlich viel Segen, wenn sich die Sondler regen. Einmal Alu. Ja, hin und da wünscht man sich, die Gefunde könnten sprechen. 2 Pfennig 1821 aus Bayern. Super beinannt, wie selten. Aber was besonders ist, die hat sich jemand um den Hals gehängt. Oben hier einen Ösendruck macht. Ich bin jetzt professionell. Aber das würde mich jetzt einmal interessieren, was das einmal war. Tja, werden wir nicht rauskriegen. Zeitpenning. Ich habe ein neues Lieblingsfeld. Es sind abgeerntete Zwiebelfelder. Hier ist alles noch voller Zwiebeln. Es riecht auch noch Zwiebel wie Sau. Eigentlich tot, schade drum. Was da Zwiebeln rumliegen. Naja, die sind halt zu klein. Und dann werden's ausgemustert. Leider. Ja. Frosch im Hals. Was habe ich gefunden? Ich habe hier einen schönen, ja, Schildknopf. Alter Fragezeichen. Ist aber Nickel aus Seenbronze, irgendwas in der Richtung. Ja. Schöne Sache. Ein Knopf. Ja, das ist mal wieder ein schöner Fund. Warum? Den habe ich noch nicht. Den gibt es zwar oft, aber ich hatte noch bisher 200 Mark. 1923, kurz vor der großen Inflation. Ja, aus Aluminium. Schön. Kann man natürlich noch ein bisschen sauber machen. Oxalsäure. Das kriegen wir alles hin. Einmal 200. Ja. Ja, ganz sicher bin ich mir nicht, was das ist. Was könnte das sein? Wahrscheinlich neuzeitlich.
aber dafür ist es fast zu ungenau gefertigt. Wenn man den Geraden sieht, was kann es sein? Ein H, ein U? Keine Ahnung. Leider nur ein Fragment. Egal. Schicke ich ein. Einmal. Irgendwas. Wie geil ist das Feld hier? Schaut euch das mal an. Der ist da nochmal schön drumherum rumgefahren. Mit der Zwiebelerntemaschine. Hochverdichtet. Geiler geht's nicht. An sich, das fährt auch gut in der Nähe. Ist ein Kirchturm, der ist sogar ablesbar. Also eigentlich so im Superbereich. Naja, schauen wir mal, was wird. Legen wir los. Ja, was ist jetzt das? Gute Frage, keine Ahnung. Neuzeitlich auf jeden Fall. Scheibe mit Zahnrad. Naja, da fällt mir jetzt irgendwie keine vernünftige Erklärung ein. Aber es kann nicht alt sein. Naja, ein Ding. Und 10 Pfennig in der Zinkversion. Ja, den habe ich ja mal in Kupfer, glaube ich, auch schon mal gefunden. Aber meistens kriegt man sie in Zink. 10 Pfennig. Ecke der Ring. Ein Zwirnknopfrahmen. Ja. Leider, leider. Schönes Signal. Ein komisch Ding. Ja, im ersten Sinne des Wortes. Es ist eine Kappe mit 2 Ösen drin. Da kann ich mir jetzt nicht einmal eine vernünftige Funktion vorstellen. Vorne ist so ein Einschnitt drin. Das ist aber beabsichtigt. Das ist nicht rausgebrochen. Irgendwas Neuzeitliches. Aber was es mal war? Boah, gute Frage. Wenn es wer weiß oder sich vorstellen kann, einfach reinschneiden. Jo, irgendwas Richtung, ja was, Pfeifendeckel. Löcher außenrum, Scharnier, ja, wird schon sowas in die Richtung sein. Auf alle Fälle neuzeitlich. Nichts Besonderes, aber gut benannt. So Dinger sind meistens recht kaputt. Der ist jetzt noch ganz. Pfeifendeckel. Jo, ein Fragment einer mal recht schönen Schuhschnalle oder Bandschnalle, je nachdem. Ja, leider nicht mehr viel übrig. Aber die war mal schön. Schade. Naja, ein Fragment. Am Rand eines Maisfeldes haben wir, ja, was ist das? Obere Teil eines Messers, eine Messerzwinge, ja, da ist die Achse durchgegangen. Genau, das wäre eigentlich fast kreisrund gewesen, aber leider nicht mehr vorhanden. Ja. Was wird es sein? 200-300 Jahre und fort ist. Ja, ein Teil einer Schlitzrose, ja, die war mal richtig toll. Richtig mit Ornament und allem Pipapo. Leider kaputt. Naja. Eine Schlitzrose. Und einmal, ja, Bücherscharnier würde ich sagen. Riemenzunge ist zu lang. Da oben ist noch mal eine zweite Bohrung, da ist ein Brucher. Aber ich denke, das ist von einem Volanten der Außenbereich ist. Gürtel glaube ich nicht, aber es kann älter sein. So schlecht wie das gegossen ist. Was Älteres. Und da mein Mitgeher und der hat, was er dann gefunden? Ja, ich kann es mir denken. Ein Furzenpulli wahrscheinlich oder ein Furzenferdinand, je nachdem. Ja, sieht sehr österreichisch aus, sage ich einmal. Silber, sehr schön. Alte leider nicht, Fragezeichen. Naja, vielleicht findet sich so aus. Schönes Teil. Ja, und da haben wir den Klassiker. Ein Pfennig. 1817, so rum. Ja, leider kann man nicht sehen hinten drauf. Ja, bayerische Krone sieht man so ein bisschen. Nichts Besonderes, aber immer wieder nice. So, da haben wir 2 Pfennig. Und zwar richtig schön beieinander. Leider habe ich nicht gefunden, sondern der Kollege. Hinten noch bayerisches Wappen, wie alt die sind. Wow, ist der liebe Herr.
Aber das dürften schon aus der Kipperzeit sein. Weil es sehr, sehr dünn und sehr, sehr, aber wunderschön beieinander. Perlenring kann man sehen. Schön. 2 Pfennig. Und ein leichter Location-Wechsel, aber Pfennig 1744. Ja, mit bayerischen Wappen. Super beieinander hier, das ist richtig toll. Schaut sich das an. Ist da was drauf? Schön, Pfennig. Na, jetzt sind wir auf dem Münzacker. Einmal halber Kreuzer, 1800, schieß mich tot. Aber was das jetzt genau was ist, halbe Kreuzer, wird es ein halbe Kreuzer geben? Beine glaube ich nicht mehr, oder? Was nicht? Kann ich jetzt nicht erkennen. Egal. Heute ist er nicht, aber dafür ein halber. Ein halber Kreuzer. Der Klassiker, ein Hohlknopf. Ja, Stahl ist rausgefault. Ja, nichts sonst. So, ein spendables Feld, ein Miederhalter. Gestanztes Blech, also ganz was Einfaches. Hinten ist noch so ein bisschen der Haken dran. Ja, nicht alt. Gut benannt. Was haben wir da? Ja, das Mittelteil eines Rosenkranzes oder sagt man Verteiler oder so ähnlich, sagt man dazu. Ja, oben unten Öse, mittendrin Maria. Ja, schön. Gegossen. Wunderbare Sache. Oh, ins verdichtetes Kartoffelfeld. Leck mich am Arsch, das ist mit den. Mit der Erntemaschine drüber, dann meinst du, das ist wie Beton drunter. Naja, aber man kann was finden. Denn was haben wir da? Pfennig! Pfennig! Ein Pfennig? Was ist denn das? 1792. Ja, ist noch das alte Wappen drauf. Auf alle Fälle nicht 1892. Schön! Ja, finden wir mal wieder gern. Ein Pfennig. Funky Ding. Dachte, das wäre ein Messergriff. Aber das Ding schaut aus, als wäre es aus Kupfer oder Bronze mit Stahlfüllung. Sieht ein bisschen eigen aus. Kann jetzt momentan nichts anfangen. Da ist auch oben ein bisschen Ornament drauf, aber vom Abstand her unregelmäßig. Also Handarbeit. Puh, gute Frage. Ich nehme es mal mit. Ja, keine Ahnung, kann eine Dichtung gewesen sein, sonst irgendwas. Aber das hat so dermaßen durch einen Flug oder was weiß ich durchzerwirrt. Brutal. Tja, ja, so sehen es dann bald alle aus. Die theoretischen Funde. Naja. So, das war's wieder für heute. Ja, viel war es nicht. Waren zu den gesammelten Werke einiger Gänge. Aber immerhin, ein paar Schmankerl waren dabei. Ja, was irgendwie verdächtig ist, geht so wie es ist ins Landesamt. Da tun wir nicht lang rum. Das wird eingepackt, da sollen sich die mit beschäftigen. Und ja, dann war es das auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Servus, macht's es gut.